Liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen FanFast-TV-Videoblog. Diesmal nach dem Training am Donnerstag mit Jonas Gerstung. Jonas, Training war gut gelaunt heute, oder? Ja, war auf jeden Fall eine gute Stimmung drin, hat Spaß gemacht und ich denke, wir sind bereit fürs Wochenende. Also insofern konnte man sagen, dass diese schmerzhaften Wochenende, wo wir sowohl in Halle als auch in Leipzig verloren haben, ist Schnee von gestern, zumindest was die Moral in der Mannschaft angeht. Ja klar, so ein Spiel muss ganz schnell aus dem Kopf raus. Es ist ganz wichtig, das hinterhin zu lassen und einfach nach vorne gucken und immer weitermachen. Dann lass uns nach vorne schauen. Samstag, 19.30 Uhr hier in der Erika S. Heiß Stadion, spielt fast gegen die Jonsdorfer Falken. Dort haben wir am Anfang der Saison unglücklicherweise verloren. Man könnte sagen, eine sportliche, offene Rechnung haben wir gegen den Jungs. Ja, auf jeden Fall. Wir werden versuchen, diesmal das Spiel für uns zu entscheiden, alles geben und einfach immer hart arbeiten. Tatsache ist jedoch, dass vier Leistungsträger fehlen. Die sind bei der U20, bei der DEB-Lehrgang. Ein paar Eisbären Junior-Spiele werden doch auch kommen. Du kennst die ja auch, weil du auch ab und zu mal bei der Junior spielst. Wie ist das, wenn ein Bojaschinov etc. Mit in der Mannschaft zustießen? Ja klar, die Jungs müssen sich erstmal reinfinden in die Taktik, ins Team. Aber die bringen gute Stimmung mit und die geben immer Gas. Also es wird schon passen. Also ist halt so, dass der Deutschlandcup im vollen Gange ist. Das bedeutet, die Eisbären haben kein Heimspiel. Vielleicht mal ein Aufruf an den einen oder anderen Eisbär-Fan. Sollten sie zu dem Spiel kommen, 19.30 Uhr hier in Wedding. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein super Spiel, super Stimmung. Wir geben alles. Kommt vorbei. Videoblog vorbei. Wir sehen uns am Samstag.